Ja, hallo liebe Brautpaare und herzlich willkommen zum Podcast Hochzeitsgeflüster. Es ist immer wieder zu schön. Ja, und heute habe ich einen speziellen Gast da und zwar die Miriam von der Hochzeitsfotografie Castle aus Wiesbaden. Und ihr werde ich heute 5 Fragen stellen, in der sie sich ein bisschen vorstellt und auch Fragen, die euch als Brautpaare brennend interessieren, sodass ihr einen guten Eindruck bekommt und wisst, ob Miriam sehr gut zu euch passt. Und das wird richtig spannend. Und man muss ja eins sagen, wir sind heute bei der 26. Folge des Hochzeitsgeflüster-Podcasts, die ihr nicht nur hören könnt, sondern auch sehen könnt auf meinem YouTube-Kanal, den wir jetzt hier nochmal einblenden. Und ja, per Bild natürlich. Und ich sag schon mal, hallo Miriam, schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Klasse. Und ja, Miriam, wir gehen direkt in die Fragen rein. Was macht denn so einen guten Fotograf oder eine gute Fotografin überhaupt aus? Da gibt es ganz unterschiedliche Antworten drauf. Ich finde, einmal ist Zuverlässigkeit total wichtig. Also wenn man was abgesprochen hat, dann sollte man das dann auch halten. Zuverlässigkeit aber auch, dass man sich untereinander mit den verschiedenen Dienstleistern austauscht und da auch auf eine gute gemeinsame Ebene kommt. Mhm. Was mir aber, also was ich finde, was eigentlich das Allerwichtigste ist, ist das Persönliche. Also, dass man einen persönlichen Bezug zum Brautpaar schafft, dass man sich, ja, wenn möglich persönlich kennenlernt, heutzutage im Moment über Zoom vielleicht, dass man ein Probefotoshooting anbietet, ja, und dass man es hinkriegt, dass man ein entspanntes Brautpaar vor der Kamera hat. Dass man sich dafür Zeit nimmt, dass das Brautpaar wirklich schön entspannt ist und nicht zu aufgeregt ist, weil der Hochzeitstag ist aufgeregt genug und da müssen sie dann nicht noch einen schnellen Herzschlag kriegen wegen der Fotos. Und ich denke, ein guter Fotograf sollte einen Tag so einfangen, wie er war. Also mit einer natürlichen Reportage des Brautpaars, was ist passiert an dem Tag. Ja, aber auch Details, also die Eheringe festhalten, die Tischdekorationen, wenn die Hände gehalten werden, also wenn sich Brautpaar anfasst, wenn Tränen fließen bei den Brauteltern, das Buffet, die Gespräche am Nachbartisch, wenn irgendwo Witze gemacht werden, aber auch die Familienfotos und Gruppenbilder. Weil, also ich finde, ein guter Fotograf sollte ein Gefühl für den Moment haben und auch möglichst ungestellte Bilder machen können. Cool. Es darf nichts fehlen, ne? Von diesen ganzen. Es darf nichts fehlen. Nachher ist es zu spät. Am nächsten Tag kann man es nicht mehr einfangen. Also man muss schon überall sein, den Blick überall haben. Aber ich finde ehrliche Fotos auch ganz wichtig. Ja, genau. Da kommen wir ja auch gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Und wie ist es denn bei dir? Welche Art von Hochzeit magst du denn am allermeisten oder begleitest du am häufigsten? Ich bin selbst ein Naturkind und deswegen finde ich Outdoor-Hochzeiten total schön. Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann könnte ich mir so ein großes Zelt auf einer Apfelplantage richtig schön vorstellen, wo es eine frische Dekoration gibt, duftende Blumen, wo vielleicht auch noch was blüht, also die Äpfel blühen und wo Kerzen aufgestellt werden, wo es entspannt ist, lustig ist, aber auch eine Party ist, aber wo wirklich der Fokus auf die Familie gesetzt wird, weil das ist das Wichtige, finde ich, an einem Hochzeitstag. Man will nichts darstellen, sondern die Brautpaare sollen ihren Tag erleben, sollen sich wohlfühlen. Und ich hatte letztens eine Braut, die hat auch einfach ihre Schuhe ausgezogen auf der Hochzeit und war dann barfuß unterwegs. Und das fand ich sehr erdend. Also es war wirklich eine ganz nette Hochzeit. Und auch das kann ich mir sehr gut vorstellen. Miriam, was ist denn das Wichtigste, worauf ein Fotograf oder eine Fotografin am Hochzeitstag achten sollte? Gibt es da was? Ja, ich finde, das Wichtigste ist erstmal, dass das Brautpaar einen tollen Tag erlebt. Ich finde, und also deswegen entführe ich zum Beispiel als Hochzeitsfotograf die Brautpaare nicht 2 Stunden weg, um ein Brautpaar-Fotoshooting zu machen.
Ich empfehle immer, dass man drei kurze Fotosessions macht, die so eine Viertelstunde dauern, vielleicht 20 Minuten, je nachdem. Aber dann hat man unterschiedliche Lichteinfälle drauf, unterschiedliche Emotionen. Man kann mal 10 Minuten vor der Trauung Fotos machen, 10 Minuten danach, dann fährt man zur Location, hat da noch mal Zeit für Bilder und vielleicht im Sonnenuntergang noch mal. Aber das finde ich sehr schade, wenn das Brautpaar 2 Stunden über Nachmittag fehlt und die Gäste alleine zu Hause sitzen. Also nicht zu Hause, sondern alleine in der Location sitzen. Und das ist, ja, ist für mich was Wichtiges, ja, eine der wichtigsten Sachen. Sehr cool, ne? Ich glaube, das ist so ein Ansatz, den auch wirklich, der nicht so oft gemacht wird, aber ich finde ihn total spannend, weil ja, dann einfach auch, also Brautpaare wollen einfach schnell zurück zu den Gästen und viel mit den Gästen erleben. Und ich finde es Ja. total cool, wenn man das einfach so ein bisschen splitten kann und dass die da auch wirklich lange dabei sein kann können. Genau. Und ich habe einige, die dann am nächsten Tag sagen, komm, wir treffen uns nochmal zusammen zum Sonnenuntergang, wir treffen uns an einem See, an einem Felsen, irgendwo, wo eine schöne Aussicht ist. Und dann schlüpfe ich nochmal in mein Brautkleid rein, das hängt ja dann noch zu Hause. Und wir machen dann nochmal 2 Stunden Fotos. Das ist dann viel entspannter, also wirklich total entspannt, total lustig. Ich höre dann immer die Geschichten, was noch passiert ist, als ich weggegangen bin. Aber ja, dann hat man niemanden, der zu Hause auf einen wartet oder in der Location. Und deswegen ist mir das ganz besonders wichtig. Sehr gut. Und wie würdest du so deinen Bildstil, der ist ja besonders, hebt sich ja auch von anderen ab, muss man ja mal sagen. Das finde ich auch immer spannend, wenn ich solche Gäste bei mir im Hochzeitsgeflüster-Podcast habe, die einfach etwas auch ein bisschen anders machen, wie vielleicht der Mainstream, ja? Und wie würdest du deinen Bildstil denn in 3 Worten beschreiben? Das ist schwer, gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, natürlich, klar und emotional. Das sind jetzt so die 3 Worte, die mir zuerst einfallen. Okay, und wie würdest du ihn ausführlicher beschreiben? Was macht dein Bildstil so besonders? Zu wem passt der gut? Was sollten Brautpaare suchen? Die sollten jemanden suchen, der natürliche Bilder macht, am liebsten draußen in der Natur. Eben weil ich klare Farben bevorzuge. Also damit meine ich lasse kein Preset drüber laufen, wo alle Grüntöne nachher braun werden, sondern bei mir bleibt der Sommer auch der Sommer. Schön, schön grün und alle Farben, die es da gibt, aber es werden, also mir ist das total wichtig, dass die Farben einfach strahlen und dann. Das kommt ganz anders rüber für mich, als wenn man nachher so braune Töne hat, wo alles nach Herbst aussieht. Und mit emotional meine ich, dass ich finde, man kann ein Band zwischen dem Paar zeigen. Also man kann diese Verbindung, die kann man auf Fotos ganz gut rausarbeiten. Das ist nicht so einfach, vor allem wenn man noch nie vor der Kamera gestanden hat, wie die meisten. Die wenigsten haben schon mal ein Fotoshooting gemacht, aber deswegen empfehle ich auch immer, schon mal sich vorher kurz zu treffen. Aber ich lege Wert auf ein entspanntes Zusammensein vom Brautpaar, also dass man tief atmet, dass man sich Zeit nimmt, dass man kuschelt, dass man versucht, den anderen zu riechen, dass man fühlt, die Wärme vom anderen fühlt. Und in dem Moment kannst du dich mit deinem Partner verbinden und das sieht man auch auf den Fotos, wenn ich einfach keinen Stress habe. Wenn man sagt, wir machen das Paar-Fotoshooting in 5 Minuten, aber wir wollen 30 verschiedene Stellungen da durchgehen und dann kann man das einfach nicht zeigen. Aber wenn man sich Zeit nimmt, den Partner zu spüren, dann hat man einfach ganz individuelle Fotos nachher. Wow, klasse. Ja, das klingt wirklich danach, als dass du wirklich auch das Brautpaar so in sich kehren lässt, so in Zweisamkeit kehren lässt. Und das, ich glaube, da kommt wirklich, das sehe ich auch so, die beste Emotion so aus allen raus. Und Ja. stressfrei ist auch wichtig. Ich kenne viele Brautpaare, die das in einer halben Stunde schnell machen wollen, schnell hier, schnell dort, ne? Also, ich glaube, es ist wichtig auch, dass man sich da einfinden kann, Zeit hat. Das ist richtig klasse. Genau, deswegen ist es schön, auch nochmal zu investieren in ein kleines Fotoshooting am nächsten Tag Ja. oder eine Woche später, weil man dann die Zeit hat, weil dann die Aufregung weg ist und der Stress weg ist. Ja. Man wirklich, wirklich authentische Bilder bekommt. Sehr gut.
Und wie können sich Brautpaare eigentlich sicher sein, einen Profi-Fotografen gefunden zu haben? Es gibt ja sehr viele Fotografen. Und wie weiß man denn, dass man wirklich einen hat, der es wirklich drauf hat? auch eine gute Frage. Also ich fotografiere jetzt seit 8 Jahren Hochzeiten, versuche aber nicht so viele auf einmal anzunehmen, eben dass ich meine Pärchen auch wirklich kennenlernen kann, dass ich denen zuhören kann. Das finde ich ist ganz wichtig, dass jemand zuhört, was will das Paar eigentlich haben. Was mir ebenfalls wichtig ist, ist Sicherheit, weil man kann auch jemanden nehmen, der halb so viel kostet, vielleicht auch ein Viertel so viel kostet. Der kommt dann aber meistens nicht mit 2 Kameras, die auch noch doppelt sichern. Also ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als dass ich dem Brautpaar nachher sagen muss, du, sorry, meine SD-Karte ist kaputt gegangen. Ich kann die Bilder, die sind einfach nicht mehr da. Deswegen fotografiere ich immer mit 2 Kameras. Wenn eine Kamera nicht mehr angeht, dann hat man immer noch eine 2. dabei. Das kann immer passieren, da muss man sich bewusst sein. Ich kann auch in den See fallen, weil ich rückwärts laufe und mit einer Kamera absaufen, sozusagen. Sollte alles nicht passieren. Hey, ist alles möglich, je nachdem, wo geshootet wird. Das ist total wichtig, deswegen habe ich immer 2 Kameras dabei, die auch gleichzeitig auf 2 Speicherkarten sichern. Also das können halt auch nur die Profikameras, dass die jedes Foto auf 2 Speicherkarten drauf speichern, sodass, wenn eine kaputt geht, die Fotos noch auf der 2. da sind. Ich habe genug Speicherkarten mit, genug Akkus mit, sodass nichts passieren sollte. Ja, und ich finde, ein Profi-Fotograf, der sollte nicht nur mit Models arbeiten können, sondern auch mit echten Paaren und eben das hinkriegen, dass man authentische Fotos schafft. Natürliche Bilder, wo sich die Leute auch drauf wohlfühlen, dass die nicht sagen, wer ist denn die Frau da? Ich kann mich gar nicht wiedererkennen. Sondern mir ist es wichtig, dass die Leute sich wiedererkennen auf den Fotos. Und deswegen nehme ich mir halt die Zeit und Stress nicht, sondern die Paare sollen zu sich selbst kommen. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass ein Fotograf ein bisschen auch die Umgebung anschaut und auch nach der Kleidung guckt, dass das Sakko zum Beispiel richtig zugeknöpft ist. Stimmt. Weil oftmals, also ich schicke immer gerne noch mal einen Link raus vor der Hochzeit, so zieht man ein Sakko richtig an und so macht man die Knöpfe richtig zu. Weil sonst habe ich da jemanden, der alle 3 Knöpfe zu hat und so eingeengt steht. Also ich finde, das muss ein Fotograf auch wissen. Auch, dass Kettenverschlüsse hinten sind und nicht hier vorrutschen. Oder dass die Taschen leer sind. Wenn man nachher nämlich diesen Abdruck vom Handy in der Tasche hat, ist das ziemlich ärgerlich. Den kriegst du nämlich auf 600 Fotos nicht mehr raus. Ja, oder halt auch mal, dass man jemanden darauf hinweist, wenn ein Etikett am Kleid rausguckt. Einfach so ein bisschen die Umgebung im Auge haben. Ich denke, da hat man schon ganz gut drauf geachtet. Ja, ne? Also so ein Rundumsicht zu haben. Das ist nicht nur fotografieren wir mal, sondern ihr merkt schon, da hängt viel, viel mehr dran, wie die Miriam das jetzt auch so schön erzählt hat eben. Ne? Weil ja, also ne, das ist, ja, oder auch wenn die Kamera oder die SD-Karte kaputt geht oder keine zweite. Also ich glaube, das sind so Sachen, wo man wirklich gezielt auch fragen sollte, oder? Finde ich auch, und das ist halt auch der Unterschied zu, ich sag mal, sehr günstigen Fotografen. Wenn man halt auch den Kollegen fragt, ob er Fotos macht, dann sind die bestimmt auch schön, aber wenn halt mal die Kamera nicht mehr funktioniert, hat man eventuell keine Fotos der Hochzeit. Boah. Dessen muss man sich bewusst sein. Genau. Ja, krass. Also es kann viel passieren und ich kann auch nur sagen, es ist zu einzigartig, zu einmalig, dieser Tag, als dass man halt Risiko eingehen sollte. Deswegen lieber gezielt informieren und genau nachfragen und genau auch prüfen, dass es dann auch wirklich passt. Und ich finde es auch toll, wie du es schon gesagt hast mit der Chemie. Die muss natürlich passen und toll, wie du die Brautpaare locker hinbekommst und das auch so schön splittest. Klasse. Also an alle, die zugehört haben, wir sind am Ende angekommen, fragt gerne bei Miriam mal nach, fragt sie an, lernt euch kennen und schaut euch vor allem ihre Bilder an, die wirklich anders sind wie von anderen, natürlicher wie von anderen und ja, kontaktiert sie. Wir werden auf jeden Fall Miriams E-Mail-Adresse und auch die Webadresse nochmal hier unten drunter mit reinschreiben. Schaut auf jeden Fall mal rein. Miriam, toll, dass du mit dabei gewesen bist. Vielen Dank. Ja, total gerne. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, kann ich nur zurückgeben. War wirklich wunderbar.
Und ja, an alle, die jetzt zugeschaut haben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, hört euch gern auch alle anderen Folgen an, die wir noch im Hochzeitsgeflüster-Podcast haben. Bereitet euch gut auf eure Hochzeit vor, denn es ist wirklich wichtig, dass die gelingt. Und ja, jetzt wünschen wir euch noch weiterhin viel Spaß bei der Planung, eine tolle Hochzeit. Miriam, mach's gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss.